schön, dass du wieder dazu schaltest. Mein Name ist Melinda und heute bin ich im Gespräch mit der lieben Diana Schöpplein. Das ist eine Yogalehrerin, meine Yogalehrerin, als ich vor 8 Jahren nach Zürich gekommen bin. Und umso mehr Freude habe ich heute, sie dir vorzustellen. Und zwar sprechen wir über das Leben im Allgemeinen, wie Yoga dir zu mehr Ruhe verhelfen kann, wie wichtig das Wissen des eigenen Körpers ist. Und über weibliche und männliche Energie, wie du sie in dir selbst harmonisierst, aktivierst, zusammenführst. Also es ist ein sehr spannendes, umfangreiches Interview und es schenkt dir, wenn du selbstständig bist und gerade vor so einer Hürde stehst, dein Passion Project anzugehen, vielleicht auch zu veröffentlichen, hoffentlich etwas Mut und Klarheit und Inspiration. Like das Video, wenn du was lernst. Lass auch gerne Fragen in den Kommentaren da oder Anregungen oder einfach nur ein kleines Dank. Ich freue mich über jegliche Art des Austauschs und eine Interaktion hilft natürlich auch meinem Kanal. Bevor wir das Gespräch nun eröffnen, möchte ich dich kurz auf mein Retreat im Juli 2023 aufmerksam machen. Wenn du auf meinen anderen Social Media Kanälen schon davon gehört hast, umso schöner. Falls nicht, klick gerne mal unterhalb des Videos, um alle Infos zu erhalten. Und wenn du mehr über Diana als auch ihr Buch erfahren willst, natürlich auch wie immer im Beschrieb. Okay, Film ab. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch die Diana Schöpplein vorstellen. Und zwar hat die liebe Diana ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, das ich euch ans Herz legen mag. Liebe Diana, als ich vor 8 Jahren nach Zürich gekommen bin, warst du meine erste Yoga-Lehrerin in der Stadt. Und zwar kann ich mich noch daran erinnern, als sei es gestern gewesen, weil mich deine Augen so geprägt haben. Irgendwie warst du immer so in meinem Kopf, die mit den leuchtenden Augen. Mittwoch 17:30 Yoga im Air Yoga Fabrikstraße war das damals und ja, ich fand die Stunden einfach immer super toll und habe dann, wie das Leben so spielt, irgendwann die Yoga Sessions schleifen lassen und über viele Umwege, Jahre später, habe ich dann meine eigene Yoga Ausbildung gemacht und wir haben uns im gleichen WhatsApp Chat wiedergefunden, weil wir den gleichen Auftraggeber haben und so kam dann eins zum anderen und ich habe dann in dem gleichen Kontext ein Yoga-Buch gesucht, das mir hilft, meine Schüler zu assistieren, also denen bei den Asanas zu helfen, zu unterstützen. Und bin dann so im Buchladen im Aurel Füßli, drehe mich um und sehe da auf dem Gabentisch ein Buch von dir. Und habe das dann aufgeschnappt, ich zeige es mal eben. Und finde es einfach mega toll und habe dir das dann auch gleich geschrieben. Und heute möchte ich über dieses Buch sprechen, weil ich es so gelungen finde. Also liebe Diana, lange Intro, vielleicht magst du dich selber auch noch mal kurz vorstellen, bevor wir tiefer drauf eingehen und tiefer einsteigen. Ja, Melinda, vielen Dank für die tolle Intro. Es ist immer sehr bewegend zu spüren, wie Verbindungen überhaupt entstehen, ja, wie viele Jahre da manchmal dazwischen liegen und wie das Leben letzten Endes diese Fäden oft auch zusammenführt. Das passiert ja öfter mal, dass man sich begegnet in einem anderen Kontext, vielleicht sogar noch, und dann plötzlich trifft man wieder aufeinander. Und das freut mich auch mega. Ja, und danke, dass du mein Buch auch mit mir nochmal zusammen vorstellen möchtest, weil es gibt da natürlich auch immer noch ganz viele interessante Sachen im Hintergrund. Zu mir, sag ich mal jetzt so grob, mein Yoga-Weg ist schon sehr lange, hat angefangen am Ende auch mit einem Buch. Da war ich noch 16, 17 und die Yoga-Welt war nicht so, wie sie jetzt floriert. Da war noch recht wenig auf dem Markt sozusagen. Es war noch sehr exotisch, auch ein bisschen spooky und es gab auch nicht viel Literatur. Und Studios auch nicht, jedenfalls da, wo ich herkam. Und ich hatte aber, wie ich zu dem Buch kam, weiß ich nicht mehr, ein Schwarz-Weiß-Buch aus den 60ern, Yoga für Menschen von heute hieß das. Und das hat mich irgendwie in den Bann gerissen. Ja, die Asanas waren mir teilweise nicht so fremd, sag ich mal, weil ich schon immer mit dem Körper auch gearbeitet habe. Aber dieses Ganze drumherum, was dann auch schon so drin stand, das fand ich dann doch sehr, sehr, sehr exotisch. Und Indien hat mich aber auch schon immer interessiert. Also alles Exotische hat mich eh schon immer interessiert.
vor allem eben Indien, alle Geschichten habe ich immer aufgesogen. Ja, und dann habe ich halt mit diesem Buch da ein bisschen rumgemacht, wusste noch nicht genau, was das alles sein sollte, gell? Und dann vergingen Jahre und ich hatte dann, sag ich mal, am Ende sehr große Fragen ans Leben selbst. Also wie geht das? Warum bin ich hier? Also diese existenziellen Fragen am Ende. Und konnte da in meiner Kultur, in meinem Kulturkreis einfach keine Antworten finden. Ich bin nach Berlin gezogen, habe da Kunst studiert. Auch in der Kunst konnte ich diese Antworten per se so nicht finden. Auch die Kunstwelt war dann doch noch so ein bisschen, ja, auf, sag ich mal, auf, nicht unbedingt auf Erfüllung aus, sondern eher auf Drama und Schmerz, ja. Also so die generelle Kunstwelt, die speist sich meistens daraus, nicht aus, im Gegenzug, Freude, ja. Es gibt natürlich diesen Schaffensdrang in mir und deswegen gibt es dann auch dieses Buch plötzlich, also plötzlich war es ja nicht, aber irgendwann war das Buch dann halt da, über Malerei, über Yoga, über alle möglichen Kanäle, ja, jetzt in Form eines Buches, dieses Bedürfnis, mich auszudrücken. Und ja, also der Yoga-Weg selbst, sage ich mal, ist schon sehr lange, auch immer ein bisschen mit Höhen und Tiefen im Sinne von mehr oder weniger intensiv und auf dieser Suche eben nach den großen Antworten auf diese großen Fragen bin ich halt nach Indien gereist. Das war dann so, okay, das ist das Land, wo es Menschen gibt, die Bescheid wissen, und habe da nach einem Lehrer gesucht, bin aber nicht wirklich ganz fündig geworden, also nicht in der Person selbst. Ich habe zwar einige interessante Menschen getroffen und Gurus und Ashrams besucht und war auch im Kloster, im buddhistischen Klöstern zu meditieren und so weiter. Ich bin dann irgendwann in einem Yoga-Ashram gelandet und das war es dann wahrscheinlich. Das war einfach die Antwort auf meine Fragen, auch wenn es mir damals noch nicht so bewusst war. Ja, aber ich habe da schon doch sehr, sehr, sehr viel kennenlernen dürfen. Die Asanas waren mir schon ein bisschen vertraut, das war nicht so das Thema, aber sage ich mal, so diese ganze Philosophie, ja, worüber da geredet wurde und diese Mantren und diese ganzen Rituale, auch schon so früh morgens aufstehen und ja, bestimmte Kriyas, bestimmte Reinigungshandlungen durchzuführen, das war natürlich schon noch sehr, sehr, sehr eben exotisch und auch sehr interessant. Ich habe mich darauf eingelassen und möchte das auch niemals missen. Ja, das ist sehr spannend. Also für mich war Yoga auch, ich hatte so einen schrittweisen Zugang. Ich hatte Asanas kennengelernt, eher in Form von einem Fitnessprogramm, wenn ich jetzt rückblickend das anschaue, analysiere. Dass man da vielleicht auch atmen muss und sich eben mit sich selbst verbindet, war da irgendwie weit weg. Also die ganze spirituelle Komponente hatte ich in anderen Tools gefunden, aber nicht in Yoga-Studios. Und irgendwann hat es Klick gemacht, wahrscheinlich, weil ich die richtigen Lehrer hatte, weil der Zeitpunkt reif war und endlich habe ich verstanden, was die Leute ständig mit ihrem Yoga wollen. Obwohl ich über ein Jahrzehnt in Yoga-Studios stand. Und ja, umso mehr ist es mir heute wichtig, dass die Schüler in meinen Stunden das von vornherein mitbekommen. Das Spirituelle ist für mich wichtig, weil ich so viele Jahre vermisst habe und irgendwie drumherum mich entwickelt hatte. Und ich hatte dein Buch dann eben in den Händen und ich finde es so toll, weil das ein Mix ist aus verschiedenen Ritualen. Es ist ein sehr leichter Zugang, sehr schön auf den Punkt. Es ist ein auch sehr poetischer, romanzierter Zugang, aber ich finde ihn trotzdem sehr geerdet. Die Bilder sind total naturverbunden und da ist eine gewisse Simplizität drin und trotzdem eine Raffinesse. Also ich finde es richtig, richtig gelungen und ja, möchte einfach allen mal ans Herz legen, da drin rumzublättern, weil es halt auch für also Rituale für zu Hause auf der Couch gibt oder wenn du im Bett liegst, also Morgenrituale, Nachmittag, Abendsrituale,
und das Ganze nicht zu kompliziert, obwohl es tatsächlich auch komplex sein kann, gehalten. Und ich werde es auch nochmal abfilmen, dass man das im Detail sieht, weil wenn ich das jetzt so hochhalte, dann it doesn't make it justice, you know. Also, auf jeden Fall würde mich jetzt mal interessieren, wie dieses Buch denn zustande kam. Und für alle Zuschauer, die jetzt mit Yoga vielleicht noch nicht so viel am Hut haben, ich sage wirklich noch, weil das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wenn du bei mir in der Community bist. Aber wie kommt man dazu, so ein Yoga-Buch zu schreiben? Also das ist ja jetzt keine leichte kleine Aufgabe, wenn man weiß, was für ein riesen Wissensschatz und Tradition da dahinter steckt. Wie entscheidet man, was reinkommt in das Buch und was wegkommt und wie geht man so ein Abenteuer überhaupt an? Ja, danke für die Frage, auch sehr explizit. Ja, was kommt rein, was kommt raus, was lässt man weg? Und es ist eine große Tradition, es gibt, also rein jetzt von der Philosophie her, ein paar Jahrtausende, ja, sozusagen mit Schriften bestückt und auch verschiedene Ansätze, eben auch Traditionen in der Yoga-Tradition, verschiedene Schulen, verschiedene Betrachtungsweisen und das Ganze letzten Endes ja auch Sanskrit. Also wir sind alle, die meisten jedenfalls, sind im Westen natürlich auf Übersetzungen angewiesen und es ist halt generell, sage ich mal, für den westlichen Mind, also für so ein normaler Geist, der im Westen einfach geschult wird, einfach aufgrund der Geburt hier und dann wie die Eltern sich verhalten, die Lehrer, eben diese ersten Bezugspersonen und eben auch später, für diesen klassischen westlichen Verstand, sage ich jetzt mal, ist eben auch diese indische Philosophie gar nicht so easy greifbar. Die westliche Philosophie ist da sehr viel einfacher gestrickt, sage ich mal. Ich habe das auch mal studiert und das hat mir eben auch keine Antworten gegeben, von dem her. ja, aber wie kommt man zu so einem Buch? Also letzten Endes kann ich sagen, im Prinzip waren es diese Jahre, Jahrzehnte dieser Selbsterforschung auch, die da drin stecken, weil alle, also diese Philosophie als Philosophie selbst intellektuell zu verstehen, ist eine Sache. Das hat bei mir auch schon Jahre irgendwie gedauert. Also bis es so immer wieder so mal Klick, Klick, bis bestimmte Verknüpfungen da waren. Ich hatte halt sehr gute Lehrer, eben auch aus anderen Kulturkreisen, die letzten Endes auch immer sehr viel auf so eine Essenz hingewiesen haben. Also die auch, sage ich mal, übertraditionell und kulturell und religiös auch eben verschiedene Traditionen da immer so zum Substrat, ne, die konnten das da so rausfiltern, eben auch in unterschiedlichen Worten. Letzten Endes muss es aber immer bei einem selber Klick machen. Also es bleibt so lange immer ein Konzept, solange es halt nur intellektuell irgendwie verstanden ist. Ah ja, das bedeutet das, 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 das. Und das braucht es natürlich, so sind wir auch einfach trainiert. Also wir wollen es halt auch in der Regel wissen. Die Asanas können es uns halt so eigentlich direkt zeigen, nur ohne das Wissen dahinter, dann weiß man gar nicht so, warum fühle ich mich denn besser, ja, wenn ich irgendwie bestimmte Sachen mache. So, wow, wieso habe ich plötzlich so ein High-Gefühl auch oder einfach so dieses Shanti, dieses oh, totale peaceful Feeling. Also die Asanas haben eigentlich alles drin, aber es ist einfach gut, wenn die verschiedenen Ebenen zusammenkommen. Und ich habe halt dann irgendwann mal auch angefangen zu unterrichten und mein ganzer Zugang zum Yoga war eben, was ist Leben, was bedeutet Leben und wie komme ich damit zurecht und wie kann ich mich wirklich ja, da entfalten und ausdrücken. Und also ich fand das Leben nicht so einfach. Ich hatte ziemlich viele Schatten und tiefe Täler, durch die ich da so durchgehen musste, durfte, wie auch immer man das jetzt sehen mag. Mittlerweile sage ich durfte. Für mich war das Leben nicht einfach. Ich habe viel hinterfragt. Und Yoga war für mich wie das einzige Werkzeug, wo ich das, was ich dann zumindest so ansatzweise verstanden habe, weitergeben konnte. Das, was mir meine Lehrer eben auch mit aller Geduld immer wieder vermittelt und
mit mir geteilt haben, dass ich das irgendwie weiter verteilen kann, dass ich das wirklich teilen kann. Das war mir immer ein großes Anliegen. Egal, was ich mache eigentlich. Ich will es immer mit Menschen teilen, ob das in der Kunst war oder, ja. Und es fiel mir aber auch schwer, das in einer regulären, sag ich mal, 60- oder 90-Minuten-Klasse so in der Tiefe zu tun. Ne? Das ist einfach ein schwieriger, was heißt schwierig, aber es ist einfach, die wenigsten Leute kommen wegen der Philosophie. Sie kommen, weil sie sich ein bisschen besser fühlen wollen, sage ich jetzt mal banal. Und ja, die verschreckt man dann unter Umständen auch, ja, wenn man da zu viel rumerzählt. Und das braucht so auch so ein bisschen so erstmal auf den Geschmack kommen von, ja, so, ah, Yoga, ja doch, irgendwas hat das. Es ist nochmal anders als andere Bewegungsgeschichten, Körpermethoden, sage ich mal. Also viele merken es ja irgendwann. Aber wie kann man es wirklich gut einpflegen? Das ist eine Kunst, das sage ich mal, in der regulären Klasse zu tun. Und mich hat es dann irgendwann mal nicht mehr so auch befriedigt, dass ich dann nicht so richtig mitverfolgen konnte, was bei den Leuten eigentlich passiert. Also wie das weitergeht. Deswegen waren dann eben auch immer Workshops und Retreats eher oder Ausbildungen, ne, wo das dann so ein bisschen mehr auch, wo man Menschen einfach länger begleitet und auch darüber redet und nicht jeder geht nach der Yogastunde wieder seines Weges. Ne? Miep! Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Und zwar habe ich The Magnetism Movement ins Leben gerufen. Das ist auf der einen Seite eine sehr lebensbejahende Philosophie für ein seelengeführteres Dasein und auf der anderen Seite ein intuitiver und transformativer Bewegungsablauf, der dir dabei helfen soll, deinen Emotionalkörper von Altlasten zu befreien. The Magnetism Movement basiert auf der Intention, den Magnetismus deines Geistes zu aktivieren. Du weißt, wir sind elektromagnetische Wesen und wir hören die ganze Zeit etwas von dem Resonanzprinzip und dem Manifestieren und hier und da. Wir haben alle schon davon gehört, dass das Universum mental ist. The universe is mental, wenn du dich mit dem Kabbalion schon mal auseinandergesetzt hast, mit den hermetischen Gesetzen und Prinzipien. Aber wenn wir uns nur im Geist aufhalten, dann ist das nicht wirklich kraftvoll. Das heißt, ja, es geht um den Magnetismus des Geistes, aber ich möchte gerne darüber hinausgehen und auch den Magnetismus deines Körpers aktivieren. Ich möchte dir praktisch mit diesem Movement zeigen, wie du deine eigene Attraktivität steigerst für die Dinge, die du eben auch verkörpern möchtest und erleben möchtest. Wir aktivieren den Magnetismus deines Herzens, den Magnetismus deiner Seele, sodass du wirklich in eine Stärke kommst, wie du sie vorher noch nicht kanntest. Das Ziel ist, in einen stärkeren, authentischen Selbstausdruck zu kommen, deine eigenen Gaben und Talente wirklich zu bergen und zu leben, diese aufleben zu lassen, denen nachzugehen, den Mut zu finden, das zu tun und unterm Strich natürlich nachhaltiges Glücklichsein zu kultivieren. Und Achtung, Glücklichsein heißt nicht immer ein Happy Face zu haben. Ja? Also zum Glücklichsein gehören viele Dinge und ja, so eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Zufriedenheit einfach auch zu kultivieren. Das Leben schätzen zu lernen, in Dankbarkeit in den Tag zu gehen. All solche Dinge, die zum nachhaltigen Glück eben auch beitragen. The Magnetism Movement ist etwas Neues, auch für mich. Und ich habe da eine kostenfreie Telegram-Gruppe ins Leben gerufen, allerdings auf Englisch, wo ich dir ein bisschen mehr darüber erzähle. Kannst du den Link unterhalb vom Video finden, wenn du da dazu treten möchtest. Es wird bald eine Membership geben. Und was es jetzt definitiv schon gibt, ist ein Retreat, das im Juli 2023 stattfindet. Und ich würde mich so, so arg freuen, wenn du auch dabei bist, wenn du dir die Sache zumindest mal anschaust. Wir werden da sehr intensiv in 4 Tagen zusammenkommen und it's gonna be wild. Es wird Selbsterforschung geben. Du wirst da bestimmt auch an deine Grenzen stoßen und wir werden innerhalb von 4 Tagen die 4 verschiedenen Magnetismen anschauen, erleben, öffnen und in dir aktivieren. Und das Ganze machen wir durch verschiedene Yoga-Erlebnisse, Yoga-Elemente. Es wird Improvisationstanz geben. Wir haben Affirmationen, die wir durch Body-Tapping einarbeiten. Es wird verschiedenste Rituale geben, Gebete, Meditation. Also es ist wirklich, wirklich sehr schön. Wir werden das Ganze am Bodensee machen.
Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du auch dabei bist. Gib dem Ganzen mal einen kleinen Gedanken, lass es wirken. Und es ist auch nur für dich, wenn du tief drin ein echtes Desire spürst, dabei zu sein und mit mir und noch einem Haufen anderer Leute, Männern als auch Frauen, dieses spirituelle Wellness-Retreat gemeinsam erleben willst und auf eine Art Selbstbegegnung gehst, die du vorher noch nicht erlebt hast. Wie gesagt, klick mal unterhalb des Videos, da sind heute extrem viel spannende Links für dich verfügbar. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin ganz viel Spaß mit dem Interview. Ja, irgendwann war halt dann dieser Wunsch da, das einfach jetzt nochmal wirklich auch zu teilen, eben in dieser größeren Dimension. Und dann war halt ein okay, Buch schreiben, war natürlich auch erstmal, nee, gar nicht. Wer bin ich schon? B, es gibt ja eh schon viele Bücher. C, kann ich das überhaupt? D, will das überhaupt jemand? Z, gab natürlich viele Einwände, es nicht zu tun. Aber ich glaube, ich habe so eine Schöpfungssucht. Ja, irgendwas war da so, ich muss da jetzt ran. Und dann hatte ich mir das vorgenommen, hatte auch schon mal so angefangen zu schreiben. Und da war das noch nicht so klar, ne, was kommt da rein und was nicht. Aber war es halt immer für mich irgendwie klar war, es sollte keine Abhandlung sein, es sollte nichts Trockenes sein, es sollte aber auch nicht einfach ein Übungsbuch sein, Asana XYZ. Ne? So, wie macht man es, warum, weshalb, das ist so eine Ebene, ja, das interessiert mich nur noch bedingt, sag ich mal. Die Seele, das Herz, der Spirit interessiert mich da viel mehr. Und es brauchte wirklich einen Reifeprozess. Und dann letzten Endes war es auch, sag ich mal, so just do it. Also irgendwann musst du es einfach angehen. Und es hat sich auch letzten Endes dann entwickelt. Ja, so by doing. Also wirklich. Ich finde es auch total spannend, dass du das gerade so sagst, weil was ich an dem Buch so schön finde, ist, dass es eben, du kannst es aufschlagen, wo du willst und es passt in dem Moment und du kannst es zumachen und liegen lassen und du kannst es woanders weiterlesen. Also es hat nicht einfach so dieses Lineare, sondern einfach auch dieses, pick dir raus, was du gerade brauchst oder was dich gerade interessiert und du musst es nicht von Cover to Cover lesen, sondern du kannst es wirklich als Inspiration nehmen für den heutigen Tag, die Woche, den aktuellen Lebensabschnitt, für die nächste Yogastunde. Und das finde ich eigentlich so schön. Das ist ein Buch, wo man ohne schlechtes Gewissen zur Seite legen kann und wieder aufnehmen kann und eben ja einfach sehr inspirierend ist. Ja, schön. So war es auch ein bisschen gedacht. Also als es dann so konkreter wurde, dann auch mit Verlag und so, die wollen das dann schon sehr genau wissen, was kommt da rein und was kommt da nicht rein und wie viele Seiten soll das werden und was soll das überhaupt werden und wie viele Bilder und so. Ne? Da kommt dann wirklich westlicher Geist, okay. Ja, also man braucht da schon ein Konzept. Und dann war so ein bisschen auch, sag ich mal, vom Format her so ein die Frage, ja, unter was läuft das denn? Sachbuch, Ratgeber, ne? Also welches Genre? Und so muss man sich da auch so ein bisschen festlegen. Und ich wollte da auch schon immer irgendwie immer eine Verbindung herstellen, so eine Art Hybrid. Und dann war halt, dann fiel einfach mal dieses Wort Coffee Table Book, was man irgendwie in schicken Cafés liegt dann so ein Bildband rum, wo man so ein bisschen blättert und Inspiration bekommt, teilweise auch schon so ein bisschen mit spirituellen Sprüchen, sage ich mal, oder rein künstlerische Bildbände, also je nachdem. Und dann war es irgendwie so, ja, eigentlich sollte es sowas sein, das will man irgendwie da haben oder will man einfach reinschauen und sich inspirieren lassen. Und eben nicht ein, sage ich mal, so ein braver Ratgeber. So mach das, mach das, mach das. Und wenn du das machst, dann passiert das oder so. Also eben dieses Lineare auch zu brechen und
wirklich so, ja, es dann auch so schön zu gestalten, dass man es eben auch gerne aufschlägt, dass man sich eben inspirieren lässt, dass es nicht unbedingt im Regal verschwindet, sondern dass es vielleicht lieber auf dem Tischchen neben dem Sofa oder neben der Yogamatte liegt. Und genau, man da einfach, ja, immer wieder mal und einen anderen Aspekt sieht. Und das ist vielleicht der Punkt auch, du kannst es von A bis Z lesen, würde ich aber gar nicht empfehlen, außer vielleicht so mal das Eingangskapitel, weil es ist eben nicht dein Leben. Also dein Leben ist nicht von A bis Z. Mhm. Das ist es einfach nicht. Und das drückt es eben auch so gut aus, dass du, deswegen sind teilweise die Rituale, sage ich mal, die stehen auch wie für sich. Also selbst wenn du da nur zwei Favorites hast und dann irgendwann in einem halben Jahr oder in einem Jahr entdeckst du was ganz was anderes und du liest die gleiche Passage. Das geht ja mit vielen Büchern so, ne? Dass man ein Buch, wenn man das nochmal liest, hat man das Gefühl, das habe ich noch nie gelesen. So, weil man ganz anders selber wieder drauf ist, eine andere Perspektive hat und dann in dem Moment was ganz anderes interessant ist. Und von dem her, glaube ich, hat es auch was Zeitloses, weil es, du kannst wie so tiefer eintauchen und die Worte werden auch nochmal wieder anders andocken. Wenn du es in 10 Jahren liest, wird es anders zu dir sprechen. Ne? Du hast jetzt gerade von einem Hybrid gesprochen, so ein Hybridformat. Darüber hinaus hast du ja tatsächlich auch einen Videokurs in Planung. Wo stehst du denn da? Was ist da die Ergänzung? Magst du da vielleicht auch kurz drüber sprechen? Ja, also das war natürlich eine logische Geschichte auch, sage ich mal. So, okay, mit dem Buch, das ist das eine. Einige Leute fällt es halt leichter mit Video, ne, auch, oder auch mit Audios und so zu arbeiten. Und ich arbeite sehr gerne halt auch mit meiner Stimme. Und von dem her, ja, ist der in Planung. Der entfaltet sich jetzt aber auch gerade nochmal. Von, in Anführungszeichen, ein braver Videokurs zu letzten Endes doch einem Mentoring-Programm, ja, wo es einfach ein bisschen nochmal in die Tiefe geht, wo dann auch nochmal andere Aspekte wieder auftauchen, wo vor allem auch Live-Aspekte mit drin sind, sodass auch wo du gerade stehst, ja, dass das mit reinfließt, dass wir da Antworten vielleicht drauf finden oder Antworten braucht es ja manchmal gar nicht. Die Fragen sind ja eh schon eigentlich das Gold. Aber das ist wirklich so was Begleitendes ist, dass es wirklich eine Reise ist, die dann auch nochmal in deine eigene Tiefe wirklich auch reingeht. Eben auch mit Live-Aspekten. Also momentan sieht es so aus, als ob es dann wirklich wöchentlich was dazu gibt, eine Art, wie man es in Indien nennt, Satsang, das heißt ein Zusammenkommen, um ja in Wahrhaftigkeit, um wirklich über bestimmte Sachen zu reden und da eine eigene Wahrheit zu finden, über Sachen, die man halt sonst vielleicht nicht so redet. Ja, das klingt super. Also ich meine, wir sind jetzt schon länger im Gespräch und ich kenne deine Arbeit ein bisschen. Du arbeitest ja sehr gern mit Weiblichkeit, mit Frauenthemen. Wie hast du dazu gefunden und wie kommt das Thema in deine Arbeit oder wie, ja, hast du es zum Thema gemacht? Vielleicht wieso oder inwiefern? Mhm. Ja, danke auch für die Frage, weil irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass so das Yoga auch eine sehr männliche Komponente hat. Also wenn ich sehr männlich, zumindest ziemlich männlich, im Sinne von, ja, es hat eine gewisse Strenge, es hat eine gewisse Anforderung an Disziplin drin und das hat auch alles seine Berechtigung. Ich habe mich dann ab und zu mal gefragt, so, ja, also rein traditionell ist es ja eine Männergeschichte, also vor allem die Asana-Geschichte. Es kommt auch wieder darauf an, welche Traditionen man da betrachtet. In manchen, in tantrischen, sind auch die Frauen dann eher die Gurus als die Männer.
Aber so in diesem klassischen Yoga-Kontext, was die meisten kennen, sind es halt am Ende doch, es ist männlich geprägt und hat wahrscheinlich diverse Gründe, auf die wir jetzt gar nicht eingehen müssen. Ich habe dann irgendwann mal so ein bisschen gemerkt, dass mir dann doch was fehlt, obwohl ich da ja auch, sag ich mal, so viel Freiheit im Yoga selber schon gefunden habe, aber dass ich meinen Körper auch nochmal ein bisschen anders, ich will jetzt nicht sagen bewegen, aber dass ich das in meinem Körper auch noch einen anderen Raum brauchte und auch mein Herz und auch meine Sinnlichkeit, weil das Yoga kann schon sehr streng sein, ne? Das kann schon ein bisschen in diese Richtung gehen und ich habe mich einfach, die Yoga-Praxis, das ist das wunderbare Geschenk, man fühlt sich einfach gut, Punkt. Man braucht keine anderen Leute, um sich gut zu fühlen, man braucht keinen Alkohol, um sich gut zu fühlen, man braucht nichts, ja, man braucht keinen Partner, man braucht irgendwann auch keinen Sex mehr, weil man sich einfach so mit sich selber gut fühlt, ja. Und dann war es aber irgendwie so, ja, aber irgendwas fehlt jetzt noch. So wieder so dieses Wildere auch und dieses Freifließende, was jetzt die klassische Praxis, wenn man sie lang betreibt, ja, bringt dich ja auch wieder in eine gewisse Bahn, sage ich mal. Und dann war es bei mir halt soweit, das hat auch ein bisschen länger gedauert, gebe ich zu, wo ich dachte, ich habe in alle Aspekte reingeschaut, fast alle, ich will nicht sagen alle, aber so eben in die Tiefe da und dort, aber so Bereich Sinnlichkeit, Sexualität war irgendwie einfach nicht so ein Thema und ja, und einfach das Leben mal so zu genießen, war auch nicht so das Thema. Und da habe ich mich dann erstmal wirklich so, okay, also da hast du wirklich einen großen Bereich ausgeklammert und da habe ich mich dann wirklich drauf eingelassen, auch mich nochmal neu zu entdecken, neu zu erfahren, neu zu erleben und habe dann auch eine Ausbildung gemacht, also wenn man Self-Care, wo es natürlich viel darum geht, wie der weibliche Körper auch ist, aber auch weibliche Spiritualität, die durchaus sehr anders sein kann als das, was ich jetzt bisher sozusagen auch gelebt habe und wieder da eine Freiheit zu finden und dass es eben kein Widerspruch ist, spirituell zu sein und sinnlich zu sein oder das Leben auch eben in all seinen Facetten zu umarmen, auch mitgenießen, auch, ja, dann ist die Yoga-Praxis mal anders als auf der Yogamatte. Dann gibt es mal einfach Musik und ich habe Lust, meinen Körper einfach zu tanzen, frei zu bewegen, Breathwork und so weiter, weil ja letzten Endes in den Zellen auch viel abgespeichert ist an kulturellen Prägungen, an Limitierungen auch, an Erinnerungen, kollektiv zum Teil. Und gerade Frauenkörper haben, glaube ich, eine ganz große Packung an irgendwelchen noch abgelagerten Informationen. Und da darf man dann auch mal ran, um da wieder eine eigene innere Freiheit oder überhaupt einen Zugang zu finden. Also für einige Leute, Frau mit weiblichen Körpern, sage ich mal, kann die Yoga-Praxis sich echt nochmal erweitern. Ja. Das hat es bei mir auch gemacht. Ich glaube, das war, als der Klick kam. Ich habe angefangen, mit einem tantrischen Coach zu arbeiten. Es war eine Sie, die mir eben diese Ebene eröffnet hat. Und dann hatte ich meine Shakti-Yoga-Ausbildung gemacht, wo Fokus Weiblichkeit, weibliche Spiritualität, der weibliche Körper im Kontext Yoga war. Und da hat es für mich wirklich Klick gemacht. Und hat unheimlich viel verändert in meinem ganzen Wesen, in meinem ganzen Sein, in wie ich Yoga heute praktiziere und auch unterrichte. Und ich finde es sehr schön, dass du eben auch darüber gesprochen hast, diese fließenden Elemente reinzubringen, dieses Thema Sinnlichkeit und so, trotz aller Disziplinen, eben auch diese anderen, ja, mehr weiblichen Energien, sage ich mal, damit reinzubringen. Tanzen, mal wild sein, mal was anderes machen, ja. Und das schätzen die Schüler auch. Also manche nennen es dann crazy, aber eigentlich ist diese wilde Seite die freie Seite, ne? Die man einfach im Alltag nicht so kennt, weil man so schön brav funktioniert.
Ja, da sind wir wieder bei diesem Linearen, gell? Immer so schön A, B, C, 1 plus 1 ist 2 und ich mache das und ich habe eine Strategie und alles ist durchgeplant, durchgetaktet. Ja, und dann frage ich mich, ist das Leben? Also es hilft natürlich, den Alltag, sage ich mal so, vor allem auch jetzt beruflich, auf eine Art, aber auf eine andere Art hatte ich dann schon so ein bisschen das Gefühl, so ja, aber das Leben ist überhaupt nicht geplant und es ist überhaupt nicht kein bisschen in dem Sinne linear, wie wir das denken. Klar, Ursache-Wirkungsprinzip, logisch, ja. Das ist einfach mal Fact. Alles hat eine, also jede Ursache hat eine Wirkung. Alles, was ich denke, sage, tue, hat eine Wirkung. Aber wieso muss das jetzt immer auf der Schiene stattfinden? Also da ist viel in Bewegung gekommen in den letzten Jahren und es freut mich, dass es zum Beispiel du jetzt da auch eher den Zugang, sage ich mal, zum Yoga darüber gefunden hast als vorher. Vorher war es vielleicht, hat dir einfach vielleicht wirklich dieser Boden gefehlt oder sowas, wo du jetzt dich entfalten kannst und erblühen kannst. Und für mich ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Ich schätze dieses ganz klare, disziplinierte, männliche, ja, auch Mind. Also ich bin gern auch immer Mind oder war es ja sehr viel da auch. Aber am Ende, es ist, ja, wir sind so viel Körper, da ist so viel Weisheit auch drin, da ist auch so viel, also ohne den Körper geht es eben nicht. Das ist so das Fazit, ja. Und dieses ganze, ja, Hochspirituelle, wo ich mich auch manchmal gerne aufhalte, so eben gar nicht mehr so auf dem Planeten, sondern irgendwie. Und dann muss ich aber wieder, nein, hier, schön, ja, und im Körper. Und eben dieses Dasein zu genießen und auszuschöpfen und mit all dem, was es zu bieten hat auch. Ne? Vor allem wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich Kontakt. Und als weibliche Wesen ist halt einfach, ist halt auch ein Zyklus viel wichtiger, also ein zyklisches, ein kreisförmiges, spiralförmiges Erleben. Es ist einfach nicht A nach B und dann wieder zurück. Es ist für keinen, aber wir erleben es, glaube ich, nochmal viel, viel, viel deutlicher. Lass uns trotzdem nochmal den Weg zurück zu deinem Buch finden. Viele bei mir in der Community sind ja selbstständig, spirituell selbstständig, spielen mit dem Gedanken, ihre eigenen Talente in irgendeiner Form, sich damit berufstätig zu machen, damit auch Geld zu verdienen. Aber die stehen vor so einer Hürde, ja, wie du mit deinem Buch, kann ich das, braucht das jemand, wieso ich, wer würde mich denn bezahlen oder publizieren oder whatever. Hast du vielleicht einen Rat für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die vor so einem Herzensprojekt stehen, aber noch so ein bisschen Muffensausen haben? So. Was können die machen, um diesen ersten, nächsten Schritt zu gehen? Also wenn du Muffensausen hast, dann ist es ein Zeichen, dass da ein Schatz verborgen ist. Sonst hättest du kein Muffensausen. Ne? Also so jetzt, wenn du es wirklich weißt, du hast eine Art von Gabe, ja, auch das mal so zu definieren, dass jeder hat Gaben. Und damit kommt vielleicht auch, für mich zumindest, so ist mein Erleben, also es ist letzten Endes so dieses Gefühl von Dharma, ich muss das teilen, diese Gabe, ich kann sie nicht für mich behalten. Ich habe sie ja auch, ich hatte so tolle Lehrer und so tolle Erfahrungen machen dürfen, das ist mir ja wie geschenkt worden. Ja, und das muss jetzt aber weiter durch mich fließen in andere, wieder in andere Reihen. Also das braucht einfach dieses, auch ein zyklisches, ja, es braucht dieses in Bewegung sein. Und wenn du da weißt, so in dir schwelt ein Wunsch, in dir brennt ein Feuer und der Kopf findet 1000 Gründe, weshalb das nicht sein sollte, weshalb das nicht klappen kann, dann weißt du, okay, das ist dein Kopf, das ist dieser Geist, der ist so trainiert, dich zu schützen, ja, kein Wagnis einzugehen, nicht aus dir rauszuwachsen. Solange du dich in deinem bekannten Postleitzahlenbezirk bewegst, ist es kein Risiko. Ja, wenn du eine größere Reise antrittst und ich weiß so, okay, wie reden die Leute da, was essen die da, wie ist es da überhaupt, wie komme ich da zurecht, dann, ja, klar, ist erstmal ein bisschen Muffesausen da.
aber geh einfach. Also das beste Zeichen ist eigentlich, wenn das da ist, dass es für dich wirklich einen Schatz hat. Und wenn es, sage ich mal, noch nicht so klar ist, welche Gabe oder welcher Aspekt, welches, ich will jetzt gar nicht so sagen Calling oder so und Mission, das ist mir alles viel zu aufgeplustert. Aber wenn du einen Drang hast, ja, und es sind verschiedene, dann geht es halt immer so ein bisschen darum zu gucken, ja, zu spüren vor allen Dingen, was ist so der Stärkste, was ist so jetzt wirklich jetzt angesagt und dann absolut Vertrauen, also wirklich absolut Vertrauen. Ohne, und das Leben, wenn das wirklich sieht, du willst das und du bringst so einen gewissen Einsatz, also du einfach mal wünschen, ja, wäre ja schön, wenn ich das hätte, das funktioniert aus meiner Erfahrung nicht. Also einfach einmal eine Bestellung aufgeben, funktioniert nicht, aus meiner Erfahrung. Es braucht schon so ein bisschen, nee, die will das wirklich, da ist, die brennt dafür, die will das wirklich, die lässt auch nicht locker. Und dann gehen halt die Türen auf, dann, ja, dann begegnet dir das, dann begegnet dir das und teilweise weiß es da noch nicht in dem Moment, ja, was für Verbindungen und Türen sich da jetzt gerade öffnen. Einfach machen. Also das ist immer so mein Ding. Irgendwann loslegen, weil ja, man kann sich immer man kann sich immer schön in den eigenen vier Wänden verbarrikadieren, entdeckt, das dachte ich ja als Künstlerin auch, ja, ich würde gerne in meinem Elfenbeintürmchen sitzen und Bilder malen und dann werde ich irgendwann entdeckt. Funktioniert nicht. Wenn ja, keiner weiß, wo dein Elfenbeinturm ist. Die Bilder dann nicht rauskommen aus dem Turm, ne? Ja, also wenn einfach keiner weiß, also wenn dein Licht da nicht strahlt und keiner diesen Turm findet, ja, also dann, ja, weiß einfach niemand. Ja. Und das ist halt schon so, man muss einfach ein Stück dieses Licht nach außen strahlen und dann gucken, wo es halt landet. Ne? Ja, und sich vielleicht ein bisschen vom Ziel, wie es konkret auszusehen hat, befreien, sondern sich einfach mal auf den Weg machen und dann offen bleiben. Ja, ja. Ja, und das ist auch das, wenn man jetzt mal mit diesem Manifestieren und so spricht. Ne? Es gibt ja, sage ich mal, schon diese Idee, dass du da sehr konkret, ne, dir das vorstellst, so ganz genau bis ins Detail. Für mich ist immer so, was ist so drunter, also was ist so der Untergrund, also und dieses Feuer, wenn das einfach stark genug lodert, dann es kommt, also das Leben antwortet darauf und dann eben zeigt sich es manchmal ein bisschen anders, als du in deinem Geist, in deiner auch konditionierten, limitierten Vorstellungen, ja, dir vorstellst, aber es kommt was, ja, und dann da dich, wie du sagst, dann irgendwie, ja, es muss gar nicht eben so ganz genau, ne, das kann sich auch ein bisschen anders offenbaren und dann aber echt damit zu gehen, also. Und manchmal war es auch einfach nur das Sprungbrett ins eigentliche Calling oder, ne, ins nächste wichtige Projekt, ins nächste. Stimmt. Ja. Hatte ich jetzt gerade ganz stark auch wieder so, ja, wo ich dachte, okay, irgendwie nochmal ganz frei werden, wieder ganz frei werden und ich bin dann weggefahren und dann war so, oh, okay, jetzt kommt was ganz anderes. Und es wird dann eben auch nicht langweilig. Es braucht halt ein bisschen, ja, das meine ich mit diesem Linear A plus B, ne, also Step by Step und Strategien. Ja, und dann kommt das wieder rein, dann weiß man, okay, was ist der nächste Step? Was braucht es jetzt? Was ist der nächste Step? Und dann kann man aber wieder immer wieder innehalten und gucken, okay, stimmt die Richtung noch so? Oder gehen wir so einen kleinen Abweg? Und ich glaube, dafür ist auch wieder Yoga so toll, weil es einem erlaubt, zu innezuhalten und in die Stille zu kommen, um das überhaupt mal wahrzunehmen und zuzulassen. Weil die meisten ja wirklich auf Autopilot durchs Leben rennen oder zumindest durch viele Wochen und Monate zum Teil. Mhm. Und so diese kleinen Erholungsinseln habe ich in meinem Leben auch wirklich sehr lange schleifen lassen, gar nicht zugelassen. Ich wusste nicht mal, wie ich mich entspannen kann, obwohl ich offiziell im Wellness, was auch immer war. Und ja, das ist, ich meine, Übung macht den Meister. Ne? Also
Das Nervensystem darf sich Step by Step entschleunigen und auch dran gewöhnen. Und erholen ist, war für mich, ich rede jetzt von mir und ich weiß, dass es vielen anderen auch so geht, das war ganz lang mit fast schon unbewusst einer Schuld behaftet, weil ich leiste ja jetzt nichts und ich muss ja was tun und sonst bin ich nichts wert oder hab keinen Wert beigesteuert und so komische Geschichten, die man sich da irgendwie erzählt. Ne? Ja, diese Entspannungsphasen. Ja, das ist wirklich fast, das ist eben auch dieses Self-Care, ne, dass man sich selber da auch ernst genug nimmt und wertvoll genug und sich wirklich so wertschätzt. Also ich, meine Ohren müssen es auch immer noch hören, weil es ist so, wir haben es vielleicht nicht so beigebracht bekommen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, einfach als so ein Spruch, ne? Aber am Ende ohne dich, ja, wenn es deinem Körper nicht gut geht, wenn dein Nervensystem permanent überreizt ist, wenn du gar nicht mehr weißt, was dein Herz will, dass du überhaupt Emotionen hast, dass du überhaupt lebst, ja, überhaupt einen Körper hast, was soll das denn werden? Also ich meine, ja, dann kannst du nur auf einer Schiene, ne, weiterfahren. Also dieses wirklich Innehalten, absolut, absolut immer wieder. Und da kommt dann halt, wenn man das regelmäßig übt, das ist auch gesagt, Übung macht den Meister, also wenn man sich diese halbe Stunde Me-Time, wo man meditiert oder Yoga macht, atmet, was auch immer, am Tag einräumt, das ist die beste Investition. Auch. Ja. Weil du musst immer wieder neu, gerade als Selbstständig, du musst immer neu kalibrieren. Immer. Ja, ich würde das jetzt direkt als Schlusswort nehmen zum Thema Embrace Life. So heißt ja auch dein Buch und der baldige Kurs wird wahrscheinlich eh nicht heißen oder gleich. Ja, ja, genau. Magst du noch ein letztes Schlusswort mitgeben, Diana? Gute Frage. Ja, vielleicht schon vielleicht wie so ein Paradox, also wie männlich-weiblich, haben wir ja gerade schon so drüber gesprochen, linear und eher in Kreisen oder sowas, in Zyklen, in Spiralen. Es gibt halt, ja, man kann sagen, oder für mich war es viel wie so ein Paradox, entweder mache ich das oder das, ja, und Embrace Life ist so, nee, es kann beides sein, ja, ich kann. Und der Schatten ist genauso wertvoll wie das Licht. Und das Weibliche ist genauso wertvoll wie das männliche Prinzip. Dass sich einfach ein bisschen größer aufzumachen. Und das ist, und dann auch dieser Moment von, also du hast vielleicht einen Wunsch, du hast eine Leidenschaft, ein Feuer, was in dir schwelt. Und das darfst du schüren und nähren. Und dann aber dich auch eben wieder komplett im Fluss zu überlassen. Also machen, einfädeln, dafür gehen und wieder loslassen und wieder loslassen und wieder loslassen. Dieses Surrender, ja, dieses sich dann auch wieder, ja, sonst siehst du die Zeichen nicht, wo es dann vielleicht noch schöner wäre oder wo du noch mehr gebraucht wärst oder so. Ja. Und dass diese Hingabe ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft halt auch komplett unter den Teppich gekehrt. Und wie gesagt, immer beides. Ja. Ja. So ein Pendel. Ja, genau. Und beziehungsweise es ist wie, ich weiß gar nicht. Am Ende, das sagen alle Yogis und manchmal habe ich so diese Momente, so es das gibt's gar nicht, ja, es ist nur Consciousness, also es ist nur Liebe, es ist nur dieses Ganze, wo wir uns dran festhalten, ist gar nicht so real, wie wir das denken. Und sich dem zu überlassen, dass es einfach einen größeren Plan gibt, von dem wir gar keine Ahnung haben, ja, aber dass wir ein Teil davon sind, da so mitschwimmen.
Ja, das hilft mir auch ganz oft nochmal zum Thema Muffelsausen, dass ich mir denke, ja, aber ich mache es ja nicht nur für mich. Das ist ja das Lustige. Du weißt ja nie, was für einen Impact jetzt dein Buch hat. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Als ich mich in diesem Buchladen habe, also das Buch da liegen, sie haben gedacht, Tiana hat ein Buch geschrieben, habe ich ja gleich geschrieben. Ich habe mich so gefreut und das ist jetzt mein Cocktailbook seit Monaten. Sehr schön, vielen Dank. Ja, genau. Okay, also in diesem Sinne, wo können dich die Leute denn finden? Also die können mich natürlich im World Wide Web finden unter meinem Namen, Diana Schöpplein. Die Webpage heißt auch so, dianaschöpplein.com. Instagram heißt Diana Schöpplein Yoga. Facebook heißt Diana Schöpplein. Also da, wo ja. Dein Name steht, ist da wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich zu finden. Ja, da findet man jetzt mittlerweile doch schon einiges über mich. Ansonsten physisch in Zürich, nach wie vor auch ein bisschen am Reisen. Ja, ich plane wieder ein bisschen Retreats auch, weil das ist auch schön an schönen Orten, die auch nochmal was in einem bewegen, zusammenzukommen, auch physisch. Und auch immer wieder online, wo alle Leute aus verschiedenen Orten, finde ich auch nach wie vor sehr, sehr, sehr spannend, wie sehr man sich da verbinden kann. Und dann habe ich Leute aus ganz verschiedenen Lebensabschnitten, aus ganz verschiedenen Ecken der Welt. Das finde ich auch, ja, das ist dann da einfach auch so ein, trotzdem ein Sharing und eine Verbundenheit entstehen kann. Ja, also finden tust du mich, wenn du willst. Okay. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Worte und ja, für die Inspiration, wie gesagt, auch für dein Buch und wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg, auch beim Erstellen von deinem künftigen Videokurs/Mentoring-Programm. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich danke dir, Melinda. Es war wirklich mega angenehm. Und ich freue mich, dass wir uns auch jetzt so wieder verbinden, was vorher ja auch ganz anders war. Das, eben, das ist spannend, das macht Spaß. Ja, mich auch. Aber bis bald. Danke dir. Ciao.